In Singapur startet ein neuer Tag. Von Sonnenschein jedoch keine Spur. Heute ist alles anders. Beim Frühstück kam es zwischen Michelle und Fabian zum Streit. Der Grund? Die Kommunikation. Die beiden brauchten Abstand und verbrachten den Tag getrennt voneinander. Fabian fasst sich ein Herz und will die Dinge klären. Ich habe heute Morgen mit Michelle gesprochen, weil ich selber an einem Punkt war, wo ich mir ein bisschen unsicher war, ob ich das Tempo richtig vorgebe oder nicht. Ja, ich habe sie dann offensichtlich auch an einem emotionalen Punkt getriggert, wo bei ihr was ausschließt, was ich nicht wusste. Er hat eigentlich Angst, dass wir uns zu langsam oder eigentlich viel weiter sein müssten und er daran schuld ist. Und dann hat es bei mir ausgelöst, er will ja mehr und ich habe ihm nicht genug gegeben. Nachdem kleine Welt zusammengebrochen ist für mich, hat das ja auch gesagt. Er hätte niemals im Leben gedacht, so eine tolle Frau kennenzulernen. Ich dachte so, okay, ich konnte es halt nicht annehmen in dem Moment, weil ich eh in einem schlechten Mut war. Aber ja, er hat es ja quasi gesagt. Oh, Michelle, da sitzt ein Mann, der sagt dir sowas. Ich weiß. Der sagt dir ja schon, wie toll. Ja, ich muss halt meine eigene Unsicherheit auch ablegen. So wie er seine Unsicherheiten ablegen muss, muss ich meine Unsicherheiten ablegen. Und dass ich einfach verstehe, dass da ein Mann ist, der es gut mit mir meint. Für mich ist es wichtig, dass wir jetzt vielleicht noch mal auch kurz drüber sprechen können, dass wir gemeinsam dann eine Lösung finden. Ich möchte ja genauso weitermachen, eigentlich, wie wir heute Morgen dann beim Frühstück und nach dem Frühstück auch aufgehört haben. Und möchte sie einfach weiter kennenlernen. So wie wir angefangen haben. Schatz? Na? Na du? Was haben wir zwar gemacht? Gar nichts eigentlich. Eigentlich gar nichts, ne? Eigentlich haben wir nur offen geredet. If I was not myself, du bist so ein toller Mensch. Oh. Ja, ich habe noch mal mit Frau Dr. Kühldorfer telefoniert und sie sagte auch, ich soll halt natürlich auf mein Tempo natürlich auch ein bisschen achten und es nicht außer Acht lassen und dass es okay ist, so wie es ist und ja, und natürlich dir aber auch ein gutes Gefühl vielleicht geben, damit du so ein bisschen aus der Unsicherheit halt rauskommst. Durch die Nähe kamen bei Michelle Bindungsängste und auch Selbstzweifel hoch. Zum Glück konnte Michelle das für sich selbst reflektieren, an sich selbst erkennen und konnte sich direkt Rat und Hilfe bei mir holen. Denn so konnte es auch das Kennenlernen nicht allzu sehr beeinträchtigen. Eigentlich machen wir doch genauso weiter, wie wir auch angefangen haben. Ja. In unserem Tempo, mit unseren Worten. Ich glaube, das waren jetzt einfach so Dinge aus der Vergangenheit, die das ausgelöst haben. Und, ja. Falls ich einen Schritt zu schnell bin, du weißt, da Hand drücken. Ja, was für das Wort. Ja, ich war ja sehr, sehr angespannt in der Situation und deswegen wurden die Augen direkt wieder feucht, weil ich halt gemerkt habe, dass er mich mit offenen Armen empfängt. Trotzdem, wie die Stimmung halt vorher war. Und das ist ja schon ein gutes Gefühl, wenn man weiß, man kann sich auf den Partner halt verlassen. Wir sind ein Cream Team. Mhm. Geh mal ins Wahlbereich. Machen wir. Ja, ich denke, einmal das noch aufzulösen und dass man einmal noch mal drüber spricht, ist ganz, ganz wichtig. Dass man einfach noch mal in Ruhe da einmal drüber sprechen kann, was so auch die Lösungsansätze von Frau Dr. Kühldorfer waren. Und dass man da dann einfach wieder mit einem positiven Gefühl weitermachen kann.